das ist eine Nummer zu groß für uns, Nomad. Ich weiß, aber wir können das nicht auf sich beruhen lassen. Walker, ihr Nomad. Wir haben ein Gespräch zwischen Bowman und dem Ingenieur belauscht. Sie treffen sich auf einem Gehöft. Alleine. Ohne Security. Ich hab dich vor ihr gewarnt. Ich bin noch nicht überzeugt. Ich will erst wissen, worum es bei dem Treffen geht. Warte, ich will dir noch was zeigen. Hier sind die Koordinaten von einem Flugplatz, wo wir uns treffen können. Gut. Gut, dann geht's halt hin, ne? Boah, ich dachte, es geht gleich weiter mit dem Flugplatz. Ja, das ist der zweite Part der Mission. Das ist ja ein Zweiteiler. Ich dachte nur, es schickt uns gleich da irgendwie hin. Da ist die andere Mission. Ja, ich bin jetzt gerade am gucken, wo das ist. Ja. Oh, das Ganze da unten. Ganz im Süden, südöstlich. Da gehen wir am besten nach Malkat Charlie oder so. Wow! Ja, wow. Da hatten wir es gerade von Unidad und schon werde ich gerade geballert von denen. Malkat Bravo. Kämpfen gerade. Hey. Malkat Charlie, okay. Ach, da. Du hast Probleme? Oh, wow. Ich hatte Probleme. Gut. Er hat sie gelöst. Dann. Wo geht's hin? Malka und dann ganz rechts Malka. Charlie. Sie kämpfen gerade. Ja. Okay. Können wir schon nach Malka gehen? Nee, weil. Nee. Sie kämpfen gerade. Ja, komm, den Heli, dann fliegen wir schnell weg und dann ist gut. Komm, renn! Ab zum Chopper! Ja, nice. Komm, wir haben den Platz weggenommen. Ladies first, hallo? Kannst du ja jetzt unterwegs runterwerfen. Ich bin fest angeschnallt, leider. Was geht? Ja, nicht? Klar. Ist so, immer den Hüftgott dabei. Was? Immer dein Hüftgold dabei? Ja, ja, das glaube ich. Hallo, willst du sagen, ich bin fett? Ich frag doch nicht, wenn du sagst, du hast dein Hüftgold dabei. Das kannst du dann gerade in so einen Karabiner einhängen. Und man kann ja nie wissen, wann man es braucht, Simon. Ja, ist richtig. Ist richtig. Vielleicht muss er irgendwo gleich mal kurz einen Bauchtanz machen, dann ist das nicht verkehrt. Jawohl. So, das war doch damals. Ich kann mich irgendwie nicht zu euch porten, warum auch immer. Dann ja, wir sind halt noch am Portprozess. Du kommst ja mit deinem Hüftgold nicht durch. Bist du schnell rein, zu fett. Nützen Heli. Ich kann mich nicht porten, warum auch immer. Ich fliege. Wir sind gerade im Kampf, ich bin doch nicht im Kampf. Oh, doch, im Kampf gegen die Gewichte. Ja, hängt bei dir im Garten auch so ein Schild? Achtung, hier wohne ich. Kampfhund. Ich kämpfe mit meinem Gewicht. Nein. Da ist er. Das ja, ist ich muss kurz hier fliegen. Ich bin gleich da. Da ist immer noch 13 Kilometer weg. Ah, da gibt es eine Höhen- und eine Geschwindigkeitsanzeige. Das ist ja cool. Halt! Da sitzt er aber aufs Motorrad. Alter! Ups! Hat er alle ich wollte das Licht anmachen. Mensch, was machst du denn? Kein Alkohol am Helikoptersteuer, bitte. Helikoptersteuer. Steh mal kurz auf. Ich habe Angst, dass ich jetzt auch gleich sterbe, wenn du so weitergehst. Nur wenn du auf dem Heli bleibst. Scheiße. Da bin ich, da bin ich. Wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst. Merci. War so klar. War so klar. Alter, bleib doch, war doch einfach, bis alle eingestiegen sind. Marvin, mach sie, Bier weg. Wenn du genau auf mir drauf bist, kann mich glaube ich keiner zurückholen. Doch, es geht. Mann, das merke ich morgen früh. Schön weggedriftet. Wie kann man nochmal die Sprengladung zünden? Mit der anderen Maustaste. L2. Auf der anderen Maustaste. L2 vor allem. Ja, schon
Ja, come on. Wieso springt er in die genau falsche Richtung raus? Okay, ja, ich bin tot. Wow, wow, geil, guckt euch das an. Was für ein Scheiß, wow. Alter. Wer? Nice Maschine, ey. Ich denke, die werden wir auch gleich benutzen dürfen. Hoff, steig schon mal ein. Kann ich mit ihm reden? Kann einer von euch mit ihm reden? Ja. Oh, man kann nicht rein. Ich kann ihn nur leiten. Darf ich euch mein Team vorstellen? Oder besser die Reste davon? Tut mir leid. Die Unidad hat sie mit einer Hightech-Drohne zur Strecke gebracht. Die nötige Technik haben sie von diesem Ingenieur, diesem Daniel. Das ist nicht Bowmans Schuld. Und ob ihre und die der CIA. Sie haben diesen Verräter gedeckt, als er Technik verraten hat, durch die meine Männer starben. Gute Männer. Ich schicke die Jungs ein letztes Mal nach Hause. Aber ich verlasse Bolivien erst, wenn jemand dafür bezahlt hat. Ja, das ist schrecklich. Aber bevor wir an Vergeltung denken, lass uns rausfinden, worum es bei dem Treff... Video. Was, Video? Yep. M. Y'all have ghosts. Top-tier operators, the quiet professionals. Bravest of the brave, tip of the spear... All that and a bag of chips. But even a bad motherfucker needs help once in a while. Good thing for you. I'm a ghost too. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Oh, ist klar, das war aber jetzt wunderschön. Das war eine andere Mission, oder? Nö. Nee, stimmt, wir sind machen. Mit Walker sollen wir jetzt die Position des Trackers erreichen. Also rauf ins Flugzeug! Aber ich glaube nicht, dass wir damit fliegen dürfen. Schade. Oh Mann. Komm, wir machen ein Spiel, wer durch die Rotoren kommt. Kommst du durch. Ja, und du Bunde schaffst schon mal als erstes nicht. Kann ich damit nicht fliegen? Das ist echt lame. Warte, lass ihn mal erstmal irgendwo hinsetzen und dann gucke ich dich. Ja. Willst du dich jetzt besser, ups, ja? Ich wollte rangieren! Martin! 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 Oh Mann, wir werden schon ein bisschen teabaggen, Martin. Hoch, hoch, hoch! Hey, ich mach gar nichts! Hä? Flieg ich gar nicht, oder was? Doch, du fliegst. Nee, ich flieg nicht. Doch, du bist am Steuer. Hä? Der hat mega in die Luft geschossen, habt ihr das gesehen? Wie zum Teufel sollen wir da die richtige finden? Das war ich nicht. Du hast Gas gegeben. Nein, hab ich nicht. Du bist stützen ab. Was war das? Ich hab ihm einen Sender untergejubelt. Folgt einfach dem Signal. Es wird euch direkt zu ihm führen. Okay, das war jetzt gerade irgendwie spooky. Vor allem geht es ab wie so ein Raketenstart. Ja, das ich hab gar nichts gemacht. Das ist das neue Gimmick, der 2080 Ti. Die spielt für dich selber. Ja, ich muss gar nichts mehr machen. Ich krieg das schon hin. Sollen wir da gleich rein fliegen? Oder nee, ich hätte gesagt, außerhalb, oder ein bisschen? Ich weiß nicht, die Geräte anschmeißen und reinschmeißen. Taktisch vorgegangen, taktisch. Deswegen landen wir 200 Meter entfernt mit dem Helikopter. Natürlich. Ja klar, das sind Silence-Rotoren, die hört man ab 200 Meter nicht mehr. Ja, erstmal Drohne rein, wa? Scheiße, ich bin wieder raus. Das ganze Gebiet ist entstellt. Super. Das könnte eine Falle sein. Bowman hat vielleicht Ärger. Welche Ziele sind das? Es kommt von einem Haus, dort drüben. Genau in der Mitte von diesen Unidad-Soldaten. Wir müssen weiter. Auf Q kann man sie markieren, glaube ich, gell? Das war doch irgendwie so. Nee, du musst einfach nur draufzielen. Aber Daniel fühlt sich nee, zum Meister 1, 2, 3, 4. Glaubt ihr, Bowman hat Ärger? Das war es jedenfalls nichts Gutes. Wir müssen aber nicht leise sein, oder? Nö. Ja, soll man? Ja, aber ich würde trotzdem versuchen, die erstmal ein bisschen leise auszuhören. Achso, ja, klar. Ich find's auch aber cool, es also ist nicht so, es ist so gescheitert, wenn wir entdeckt werden. Das würde ich nicht sagen. Da ist nochmal ein anderer, also ein oranger Gegner, der nicht markiert ist, glaube ich, oder? Irgendwas hat gerade mich entdeckt, kurz. Ich würde mal den... Markier mal, kannst du den markieren?
Ja, ich würde. Wow. Den hier mal rausnehmen und den hier. Ich kann den Zweier, glaube ich, nehmen. Ich könnte den Zweier jetzt nehmen. Ich auch. 3, 2, 1, go. Wow, der hat sich gerade umgedreht, wo du geschossen hast. Wow. Alter, was für ein Reflex. Krass. Rufi. Okay, aber wir haben es, glaube ich. Das Auto brennt. Oh, sind wir in Paris? Damit Zimmer entdeckt. Wie ist denn das jetzt passiert? Das war wahrscheinlich mein Schuss. Ich kann ja durch Wände schießen mit dem Ding. Ah, und dann geht das. Ja, stimmt, das ist auch so stark. Stimmt. Das ist ja so eine Bazooka-Snipe. Ja. Und jetzt sind es nur noch 3. Ja, jetzt können wir auch Geronimo machen, Alter. Okay, es waren 4, einer war nicht markiert. Ja, blöd, hä? Hey! Daniel, jetzt Pässe gleich mal eingesnackt. Wird er schön mal im Quadrat rumgeschlagen. Wo hier. Ist denn der Walker? Ah, da kommt er. Ja. Da kommt jetzt eben und gibt ihm richtig fett. Voll, wo ist er? Da ist er. Den nicht. Ja, genau. Ah, doch, da. Ja. Jetzt gibt er ihm Kopfschuss. Ja, da geht's. Wer soll ihn verhören? Man kann ihn verhören, also. Ah, warte, ja. Nicht ich. Ich bring den immer um. Martin auch nicht. Martin tritt ihm in den. Ach komm! Okay, Arschloch. Du hast eine Chance, richtig zu antworten. Wo ist Bowman? Ich. Wo ist Karen Bowman? Die Unidad hat sie. Ich hab sie verkauft. Lo siento, ich hatte keine Wahl. Ansonsten hätte ich das Land nie verlassen dürfen. Por favor, ich will doch nur zu meiner Familie. Wo haben die sie hingebracht? Basis Yagua in Flor de Oro. Bitte, ich sag doch, ich hatte keine Wahl. Für sowas bin ich nicht gemacht. Ich bin nur Ingenieur. Darf ich mal kurz? Er gehört dir. Ah, warte, ich bin in der Schusslinie. Du Sau, du hättest mich treffen können. War so klar. Amerikaner. Ja, richtig. Er hat sein Land verkauft. Jetzt müssen wir Bowman finden, bevor die Unidad sie bricht. Machst du dir jetzt Sorgen um Bowman? Bowman ist mir scheißegal. Sorgen machen mir die Informationen in ihrem Kopf. Sie kennt meine Familie. Dass er gerade so einen Hüftschwung mitgemacht hat, als kennt er Informationen in ihrem Kopf gesagt hat, das finde ich irgendwie unpassend. Solche Informationen setzt Santa Blanca gerne ein. Weißt du, was ich meine? Gehen wir. Auf geht's. Hier liegt was? Nee, da können wir fahren. Nice. Ja, der Walker ist halt ohne Gnade, ne? Das ist halt der Cole Walker, heißt er, übrigens. Texas Launcher. Habt ihr was zum Fahren? Ja. Yes. Ah, ja. Wo ist der? Ist mir egal. Okay. Der ballert eh nur sinnlos um sich rum. Ja. Ja, die Straße ist ziemlich nass, ey, hier. Lol. Und wir schwimmen. Das ist ein Fluss. Ja, wenn wir weiter treiben, so, dann kommen wir noch an. Das Ding ist kaputt. Da kann ich ja nichts für, ich dachte, das ist ein... Das ist jetzt alles so dunkel, ey. Warte, wir können hier direkt rein in das Eingang, in das Lager. So, es ist ein Lager hier. Aber wir müssen doch viel weiter als das Lager. Ja, 1 Kilometer. Aber egal, ich muss jetzt nicht unbedingt durch ein Lager durch. Ja, sorry, ich hab gedacht, das ist ein großes Lager und das ist drin. Okay, nee, dann können wir außen rum. Ja, klar, 1 Kilometer Lager. Halt, stopp. I need this. Wird sie nicht gefallen, aber ich kann nicht diskutieren. Raus. Oh, ich werde entdeckt, ich werde entdeckt, Hilfe! Weg da, schön, fahr! Sehen Einsitzer, sucht euch was Eigenes. Direkt mal. Yes! Ich lieg. Martin, schick mir mal eine Drohne, bitte. Ihr kriegt das hin, ihr zwei, oder? Martin liegt auch. Nein! Danke, Jungs! Okay, danke, Jungs. Wir müssen umkehren. Ray, umkehren. Oder auch nicht. Ey, ich wäre ja mega verfolgt. Also chill mal deine Base jetzt hier. Sorry, Martin, Jungs. Martin, ich lieg auf der harten Straße. Liegst du besser? Der Martin schweigt. Warum verfolgen die uns jetzt? Ich lieg im Gebüsch, Simon. Ich lieg gut. Ah, schön. Ja, schön. Okay. Ich würde mich jetzt zu dir robben, aber ich weiß nicht. Ich glaube, jemand braucht hier so ein bisschen seinen Freiraum. Na, ich lieg grad schön auf dem Rücken. Ja, okay. Ja, war ich mal, so war mal hier. Drohne ist gestört. Mal gucken, ob ich so weit mit der Drohne fliegen kann, aber ich glaube nicht. 700 Meter. Ja, klar. Ich habe eine Hightech-Drohne. Ja, was machen wir denn jetzt da am besten? Äh.
Ja, was ist bei euch? Ich mach mal kurz die. Ja, Spawn am besten. Ich glaube, es gibt anscheinend keine Möglichkeit. Es gab keine andere Möglichkeit, uns zu holen, ja. Nur der neue Spawn war möglich. Fabi, was machst du schon wieder? Da sind Gegner da hinten. Abgeschossen. Ja, lass sie doch in Ruhe. Ja, okay. Granate reicht's. Oh, das war der eigene. Granate! Hola, putas! Granate! Oh, oh, oh! Aber dieser scheiß Unidad, verpisst euch doch. Komm, wir müssen weiterlaufen, sonst entdecken die uns. Ja. Nicht ballern! Nicht bummeln! Das ist die Erwachsene-Version, heißt nicht ballern. Also. Nicht ballern. Und Puff sagt man auch gerne, nicht bumsen. Erst Pack bezahlen. Das boah, weißt du das denn? Ja, woher weiß ich das? Von Martins Berichte? Also. Boah, jetzt schiebst du nicht auf mich? Ey, ist doch ein Sender angeheftet, oder? Oh. Ich kleb die nicht an jeden. Keine Sorge. Ihr müsst eure Taschen nicht durchsuchen. Wir müssen hier rumschnüffeln, ohne dass uns einer dieser Hombres entdeckt. Wir dürfen den Alarm auslösen und Bowman gefällt. Och, halt die Backe. Oh, okay. Und spätestens ab da wird die Folge unendlich lange. Oh, ja. Ich hab keinen Bock, wieder 3 Stunden auf 20 Minuten runterzuschneiden. Wie wär's? Fabi bleibt einfach Steck hier auf. Und macht ja. Nichts. Ja, ganz ehrlich, ich reife. Wir werden gestört. Erstmal gestört, die Drohne. Ich würde sagen, da muss... Ich bleib hier. Ich hoffe halt, dass mal die Guys hinter uns jetzt nicht nochmal näher rücken, sonst wären wir nämlich von denen noch der entdeckt. Gute alte Feldstecher wieder herhalten. Da unten ist das Störgerät. Das könnte man direkt in die Luft nehmen, aber ich glaube, wenn wir das kaputt machen, dann ist erstmal... Jetzt muss er ausschalten. Also explodieren lassen ist eine blöde Idee. Ja, okay, guck mal, dann pass mal auf. Die zwei Sniper decken sich gegenseitig. Wenn wir die rausnehmen, dann wäre, glaube ich, der Ding da unten auf jeden Fall schon mal... Ist leider kein ist noch ein Mörser. Nummer 1 hätte ich im Visier. Ja, 3 müssen wir dann aber auch rausnehmen. Okay, also ja, lass noch ein bisschen gucken, was wir noch sonst so noch entdecken. Nicht, dass wir jetzt was übersehen, alles dann klar. Haben wir nämlich auch nichts mitgewonnen. Halten Sie noch 2? 1 und 2? Die haben ein Luftabwehrsystem. Ich meine, die Basis ganz hinten rechts bockt ja jetzt erstmal nicht. Also man, ich gehe gerade am Zaun entlang und da ist überall Stacheldraht ohne ein Loch. Ja, man kann da mit dem Fallschirm reinspringen, das ist kein Problem. Okay. Sage ich jetzt einfach mal. Ja, nee, also 1, 2, 3 auf jeden Fall. Okay. Der hier kriegt es hoffentlich nicht mit. Der kann ja auch von jemand anders hat. Ich glaube, die sind ziemlich egal, man kann an die durchschleichen, ohne dass die einen sehen. Ja, egal, ich würde trotzdem 1, 2, 3 würde ich rausnehmen. Okay. Ich habe 1 kann ich perfekt treffen. Also Jungs, die können wir komplett ignorieren, wirklich. Wir können einfach da. Aber wir müssen doch was rausnehmen hier. Lass doch einfach jetzt so die Drohne-Dings zerstören. Dann können wir mit der Drohne nochmal genauer gucken. Weißt du? Finde ich auch cool. Taktik. Also ich würde die 1 rausnehmen, ist okay? Also ich bin jetzt noch 200 Meter von Bomben weg. Das Drohnensignal wird gestört, ich empfange gar nichts. Immer noch 1, was ist mit euch? Ja, ich kann die 3 oder die 2, mir ist scheißegal. Martin? Ja, ich hab keinen Snipe, ich bin auch irgendwo, ich bin unten im Wald. Ja, dann machen wir jetzt 1 und 2. 1 und 2, ich hab die 1. Jungs, das ist so unnötig, die zu schießen und da irgendwie den Alarm auszulösen. Es muss ja mal das lassen werden, das ist einfach. Also, ja, ich hab die 1. Ja, 3, 2, 1, go. Nice. Die Drohne funktioniert nicht richtig, wir werden gestört. So, 3 ist auch raus. 4 ignoriere ich mal. 4 ignorieren wir. 15 Ziele gesichtet. Und dann versuche ich jetzt das Drohnenstörgerät rauszunehmen. Okay, ich beobachte das Ganze von oben. Wenn irgendjemand jemanden weghaben muss, ich kann von hier aus eigentlich was anderes. Fuck, ich bin da nicht reingekommen. Du kommst da auch nicht rein. Doch. Kann man im Sniper noch irgendwie zoomen? Oder ist das einfach ein festes Visier? Ja, müsste unten links irgendwie da stehen. Da wurde jemand entdeckt, der Bunte. Da wurde ich entdeckt, ja. Aber ja. Es bricht nicht ab. Doch. Tu das. Nö. Okay, irgendwie blinken alle hier, was geht ab? Okay, wir sind gejagt. Simon, was geht bei dir da ab? Sind gejagt? Das ist doch. Aber ich glaube, anscheinend müssen wir doch nicht ruhig sein, ne? Ja. Ja, dann hole ich mal den großen Ballermann raus.
Also jetzt bin ich auch entdeckt, aber auch nur, weil ihr entdeckt war. So, Drohending ist deaktiviert. What? Alter! Ja, jetzt liegt der Beschuss. Und das. What? Ich denke, du hast einen Mörser hier, ne? Ja, einen habe ich ausgestellt, einen Mörser, aber das sind halt drei Mörser insgesamt. Oh fuck. Oh fuck. Ja, die beschießen mich am Berg. Das Problem ist halt, wir haben jetzt halt die Patrouille und wenn wir die haben, dann wird es jetzt immer schlimmer. Hier ist er neben mir. Ich glaube, da will Türmen. Ja, dann verhör den mal. Ich nicht. Granate aufpassen. Ich habe ihn und jetzt steht bei mir halt nicht da, was ich machen muss. Welche Taste muss ich auf dem Controller drücken, um ihn nicht zu töten? Keine Ahnung, ich komm. Alles klar. Wenn ich es halt überlebe, ich weiß es nicht. Ich habe halt drei Patrouille jetzt schon. Du gehst im Moment von mir weg. Ja, ich muss ja deinen Eingang finden. Achso, ja. Stimmt. Komm. Welche Taste ist denn das auf der Tastatur? Ich könnte doch die Taste auf der Tastatur drücken. Nicht. Oh! Nicht F oder E. Also eins von beiden ist es, aber eins von beiden ist halt auch nicht. F ist Nahkampfangriff. Ich warte einfach, du bist ja da. Ja, ich bin ja jetzt gleich da. Das sind jetzt 10. Ja, läuft da. Es sind jetzt 15. B ist verhören. Die Amerikanerin wird in dieser Basis festgehalten. Sag mir, wo, sonst durchwirft ich deinen Schädel. Aber wenn du hältst es zu MG. Oh. Auf dir. Ja, ich hab Mitte 40, die ganzen Mörser auf mir. Ja, ich weiß, wo sie ist. Ich. Oh. Walker. Wir wissen, wo Bowman steckt. Okay, da rein in den Tunnel. Ich schicke dir einen Wegpunkt. Aber bitte warte auf uns, bevor du irgendwas unternimmst. Oh. Entspann dich. Oh. Alles nach Vorschrift. Oh. Bis gleich. Oh, Alter, ey, wie viele jetzt sind. Ist es hier an dem Tunnel? Ist ja egal, wir fahren einfach durch den Tunnel. Vorsicht, einsteigen. Das war knapp an. Nein, nicht mich umfahren. Ja, will ja nicht. Muss ja auch rangieren. Oh, wieso bin ich jetzt da oben? Ja, brauchen wir doch. Okay, Garnele, die brauchen wir zu lang. Aber da oben bist du immer Ziel Nummer 1. Absolut, ey. Okay, jetzt baller mal. Links. Links! Verdammt! Hab ihn. Alter. Das wurde auch Zeit. Dieser Kerl will mir nicht die Handschellen abnehmen. Wie er schon hier ist. Ja. Muss ich irgendwas drücken? Erreichen Sie Bowman. Ja, wahrscheinlich den Gleichbesuch von hinten. Moment. Vielleicht kann ich ja irgendwas drücken. Tango am Boden. Ja, ich denke, solange hier Alarm ist, geht hier nichts. Sind da noch welche oder? Ich erkenne es nicht. Muss ich raus hier. Oh, ich bin hin. Das sieht nicht gut aus. Hinter uns kommt auch noch einer. Glaube ich, oder auch nicht. Ich komme im Auto hier rein, alles klar. Oh, fuck, ich wollte auf die Waffe wechseln. Achtung, der explodiert was, Achtung. Alter, wie viele? Das hat aber gedauert. Leuchtrakete, Granate. Scheiße. Oh, von hinten auch noch. Oh ja. Gib ihr mal die Pistole, Mann. Was? Von. Hä? Hier ist doch keiner.
Mal die Drohne. Alter, das überleben wir nicht. Oh, Alter, was geht hier ab? Wie viele, ey? Kommt zu euch. Erreichen Sie Bowman. Alle, wie viele Helis? Da leiden. Sie kommen genau richtig. Ach, boah, aber lange. Wurde langsam etwas stressig für mich. Oh, oh! Wir sind nicht hier, um Sie zu retten, Bowman. Wir kommen Sie holen, weil Autos. Wir müssen auf jeden Fall hier raus. Ja, Bad, Auto, Gatling direkt vor der Tür. Fuck. Ab da. Nein. Granate fliegt. Was er mit seiner Diegel ballert hier alles weg und wir haben im dicken Geschütz kriegen nix hin. Also. Das kommt gleich die Meldung, Walker gestorben, Mission gescheitert oder so. Ja, boah, mir rennt ja auch einfach. Ich hab keine Muni so mehr, ey. Ja, lass halt das Dinggeschütz, Ding nehmen und abhauen einfach. Das ist fast am Arsch, egal. Komm, Arschein, auf geht's. Hier ist noch ein ganzes, hier bei mir. Ja, egal, komm. Auf zu mir. Bowman ist schon an Bord. Warte. Könnt ihr mich jetzt schützen? Das war. Was macht das Schiff aus damit? Oh, Alter, Vierer-Patrouille. Also nicht, wenn es geht, nicht unnötig rumballern, sondern. Oh, es ist Tag. Hey, Patrouille verloren. Ich sie. Wenn es geht, die Patrouille verloren lassen. Hm? So. Wir sind rein zufällig hier, wir haben uns verfahren. Alles klar. Ja. So, jetzt hier ist eine Straße, dann kommen wir doch hier raus. Okay. Ja. Boah. Willst du mich verarschen? Geh auf, danke. Du fährst in den Lager zum Schreien, oder? Ja, ich fahre den Weg lang, der mir hier angezeigt wird. Ja, aber dann wollen wir doch komplett ins Lager durch. Ja, wäre ich außen rum gefahren, hätten sie uns auch entdeckt. Ganz viel Orange. Was ist das hier für eine Gegend? Ich kann mich ja auch wohl nicht mehr daran erinnern, dass wir durch solche verklüfteten Dinger gefahren sind. Ich glaube, als wir hier waren, hat es immer nur geregnet. Deswegen erkennen wir das nicht. Marvin, wie geht's dir eigentlich? Ich bin am Ziel. Ich warte voll. Ah, okay, gut. Sicherst du schon mal die Ankunftszone? Natürlich. Lassen Sie mich raten. Mach mal ein Käppchen für euch. Sie haben mich über den Skelltech-Ingenieur aufgespürt. Und jetzt gibt es wilde Spekulationen, was ich vorhabe. Okay, der Typ. Und jetzt denken Sie wohl, Sie hätten alles rausgefunden. Sollte im Auto sitzen, um was sagen zu können. Ja. Zum Glück gibt es Untertitel. Ja. Da wäre er fast schon von seiner Position runtergeflogen. Aber nur fast. Okay, genug mit den Spielchen. Was soll das alles? Ja, worum geht's? Sie helfen, Staatsgeheimnisse zu stehlen und geben sie weiter an Unidad. Ich habe gar nichts gestohlen. Ich habe geholfen. Einem feindlichen Spion. Moment mal. Ich hatte den Befehl, ihn zu beschützen für die Interessen der USA in Bolivien und das bolivianische Volk. So reden Verräter. Was ist mit der Loyalität zu Ihrem Land? Sie hätten ihn sofort töten sollen, als er die Seiten gewechselt hat. Scheiße, wenn Sie so einen Mann schützen, was hält Sie ab, Selbstinformationen zu verkaufen? Fick dich! Ich hatte Befehle und hab sie befolgt. Befehle? Befehle? Ihre Befehle haben meine Männer getötet. Sie haben dem Feind geholfen. Stecken sich Ihre Befehle in den Arsch! Walker, das hier wird schmutzig. Wir werden bezahlt, um im Dreck zu wühlen. Und wir bleiben so sauber, wie wir können. Zumindest kenne ich meine Seite.
Also, der Verlust ihrer Männer tut mir leid, wirklich. Ich mag wie die Spinne im Netz erscheinen, aber ich habe nicht das Sagen. Ich befolge Befehle. Bullshit. Am Boden haben sie das Sagen. Sie entscheiden, ob sie einem Befehl gehorchen. Hör zu, du warst da draußen. Die Situation ist total verfahren. Bowman ist das scheißegal. Du vertraust der Frau. Irgendwem muss man vertrauen. Ja. Okay. Dann vertraue ich dir. Und vorerst auch ihr. Passen Sie auf, Bowman. Sie sind schuld am Tod von zwei Männern. Und wenn Sie nur ein Müh vom Recht abweichen, treibe ich diese Schuld wieder ein. Nun, das war interessant. Danke, dass Sie sich für mich eingesetzt haben. Walker ist ein guter Teamleiter. Ihm liegt das Wohl seiner Soldaten am Herzen. Zwischen Pflicht und Freundschaft muss man die Pflicht wählen. Ja, aber ich weiß nicht, ob Walker das genauso sieht. Also ich vergleiche mich schon sehr mit dem Walker. Wenn einer von euch mal fällt, dann mache ich auch alles und mache denjenigen den Verantwortlichen zur Schnecke. Also, und wenn du schuld bist, machst du dich selber zur Schnecke? Ich bin nie schuld, dass ihr verreckt. Ach so, ja gut, dann kann man natürlich immer gut anders. Ja, alles klar. Ja, also ich ist erst kommen alle anderen und dann. Also, ja. Ja. Seid ihr durch mich schon mal gestorben? Ich glaube nicht. Niemals. Nee, niemals. Nee, auf keinen Fall. Klingt zwar irgendwie ein bisschen paradox, aber hey. Das war knapp. Kommt, kombinieren der Culeros. Ja gut, ich glaube, das war's. Oder? Das war ja die erste von den drei neuen Missionen. Granate fliegt. Okay, Granate fliegt. Das muss immer sein. Ach, herrlich. Granate fliegt. Granate fliegt. Hola, hombre. Ja, macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Mission. Tschüss. Tschüss. Schicke eine Blendgranate.